Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich aus Konkas Welt, wo mir noch 200 Dollar fehlen, um in die nächste Welt zu kommen. Und ich weiß überhaupt nicht, wo die sein sollen. Aber ich hatte damals eine Idee, die ich dann, naja, verworfen hatte, weil ich erstmal wichtigere Sachen zu tun hatte. Und zwar diesen komischen Ball hier einfach mal in diesen See zu werfen. Vielleicht kann ich hier, schwimmt der ja. Wisst ihr? Schwimmen und dann kann ich da so drauf rollen und an diesen komischen Stachelviechern vorbei. Das wäre doch was. Oder ich töte sie auch einfach mit diesem Ball. Das geht natürlich auch. Gut. Bringt es vielleicht noch was, wenn ich den noch einen Ball da reinwürfle? Weiß ich ja jetzt nicht. Ich werde es einfach ausprobieren und dann werde ich sehen. Ich hatte jetzt es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber wenn das mir auch weiterhilft, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. Man kann ja nicht alles auf dieser Welt haben. Aber 1000 Dollar möchte ich schon haben. Tata, tata, und bringt mir jetzt noch was? Okay, und was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das? Ah. Ah, ein Abzug. Es geht tatsächlich weiter. Und so bin ich dann diese komischen Viecher los. Okay. Ja, du musst jetzt nicht noch irgendwie kämpfen. Es ist sowieso vorbei. Sieh es ein. Okay. Ich schätze, damit habe ich das geschafft. Und dann kann ich hier rein, in diesen wunderschönen Gang, wo auch immer er hinführen mag. Aber 200 Dollar möchte ich schon gerne da rauskriegen. Oh, er schwingt so schön zur Musik. Katzenfische. Squirrel Possum, are you begging for food? No. What? Well, you look like you could do with a little extra, my boy. And we thought you might actually be interested in earning some cash. Auf jeden Fall. You're offering me cash. Okay. But what's the catch? Well, there's this awful, awful brute swimming around. He's terrible, and he's stolen our valuable belongings. We need somebody disposable to go in and, well, get rid of him. Entbehrlich. Me, you mean. Well, you can't expect one of us to go, can he, ladies? We're blue-blooded, don't you know? Well, ask this to you, then. I gotta watch out for myself. Oh, dear. What language. Don't worry, dear. He's as common as muck. Common as dirt like that. This dreadful, isn't it? Let me handle it, dear. Listen, here, you. Listen to me. We'll give you 10%. And that's our final offer. Now. 10%? Yes. But one thing to remember. Shh. Come closer. He's easily wound up. Yes. Oh, and by the way, the safe has a combination. Yes, you know what that means? Well, but it's not dangerous down there for us. Come back, and we'll open it for you. Well, good luck. Go on, chop chop, off with you. The fuck? What was that about disposable? Hey! Well, cash. Ja, cash. Ich brauch das Geld. Bin jung und brauche das Geld. Ja, okay. Also, wie mache ich das? Mit B kann ich tauchen, ja? Okay. Ich weiß zwar noch nicht, wie mir das helfen wird, aber ich werde es einfach jetzt mal nochmal ins Gedächtnis rufen, bevor ich es dann wieder vergesse.
Irgendwie hat das Wasser ab diesem Punkt eine ungesunde grüne Farbe. Woran könnte das liegen? Okay, dieser Typ scheint nicht gerade der freundlichste zu sein. Ja. Ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das hier invertiert ist. Was bringt es mir, wenn ich da runter schwimme? Ja, relativ wenig, glaube ich. Außer, dass ich beinahe trinke. Okay, was... Wo bin ich hier? Ja. Ein Zahnrad. Noch ein Zahnrad. Und Seile. Und... Soweit zur jetzigen Situation. Why is it everybody so offensive around here? Either bring me back my missing coats. You don't have to shout. I'm deaf. Speak up. Hang on a second. Well, hello there. And aren't you the handsome one? Tell me, would you be prepared to do me a small favor? A little help, of course. Hi. And, yes, I would. Maybe. You see, my other self has lost a few of his, shall we say, friends. And if you don't get them back, my life will be a misery. It already is. And? Just get them back. There's a good fellow. Ta-ta, ta-ta. You twat! Don't ever do that again! Now f*** off! Also ich fand den anderen sehr viel sympathischer. Okay, ein Aufzug. Immerhin ein bisschen weiter. Auch nicht schon wieder die... Meine Güte. Immer diese Fledermäuse. Flammenwerfer? Flammenwerfer? Wozu war denn jetzt der Flammenwerfer da? Ja. Okay. Kein Problem. Was auch immer das gerade war. Ich weiß es. Nein, 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 nein! Ach komm! Ach komm! Das konnte man noch beim besten Willen nicht sehen. Ja, der grimmige Gesichtsausdruck steht Conker jetzt gut. Ja, jetzt ist er wieder fröhlich. Jetzt ist er wieder fröhlich. Ich bin noch ein bisschen grimmig. Ich bin schon über weitaus wackeligere Dinge gegangen. Ach, komm. Wieso wackelt der immer so? Ich habe doch niemals solche Probleme. So, jetzt gucke ich mal. Ego-Perspektive. Wo ist das Seil? Das Seil ist dort. Was? 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 Hä? Ja, wie, er ist runtergerutscht und dann runtergefallen. Hä? Okay, ich muss das jetzt nicht verstehen, ne? Aber das war... War es leicht merkwürdig oder fand ich es einfach nur beschiss? Ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe übrigens nur noch zwei Leben, also zwei Schokoladenstücke. Ich kann nichts dagegen machen. Und ich weiß nicht... Ja, jetzt kommt der zweite Fledermaus und macht mich down. Da bin ich down. Ja, Gott verdammt. Ich hab's verstanden, ich muss A drücken, wenn ich sterbe. Ja, Mann. Wir sind wieder ganz ruhig. Und ich habe nur noch ein Leben, obwohl ich einmal irgendwie 8 Leben hatte oder so, aber mir die ganzen Leben aberkannt wurden. Alter. Ja, 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 ich hab das schon gesehen. 1000 Mal pro Sekunde.
Da, nimm das! Mein Gott, wieso kannst du nicht einfach da lang gehen? Ganz ehrlich. So, wo ist das Seil? Das Seil ist dort. Das Seil ist dort. Ah, ja, ja. Und er ist nicht runtergerutscht. Oh, 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 oh. Oh, da wäre ich schon beinahe wieder runtergefallen. So, jetzt wird's dünner und das heißt, ich werde einfach mal runterfallen, wenn ich nicht den Flammenwerfer treffe. Das ist ja kacke. Yes! Was? Nein! Ich mache mir sämtliche Kommentare, weil ich kann. Ich hasse dieses Spiel. So, einmal flambiert, dann sind sie weg. Das finde ich ja ein außergewöhnlicher Service. Ein außergewöhnlicher Service. Oh mein Gott. Ich muss sie nicht noch einmal töten. Das geht dann jetzt hierfür auch, oder? Bitte fall nicht runter, Conker. Ich werde dich sonst töten. Höchstpersönlich. Ja, 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 ja. Wag es nicht runterzufallen, oder ich werde sehr, sehr böse. Oh, wieder so ein verdammtes Seil. Wo ist das Seil? Da ist das Seil. Okay. Ja, ja. Es wackelt zwar sehr extrem, aber ich hab's geschafft. Und noch einmal das. Der ganze Spaß. Ach, komm. Ganz langsam und flambiere die Fledermaus. Denk dran, denk dran. Flambiere die Fledermaus. Was? Was? Ich hab doch B gedrückt! Ich hab B gedrückt und der hat die Pfanne benutzt. Ich fass es nicht. Das ist ja der urigste Beschiss, den ich jemals gesehen habe. Auf dem Balken macht er doch den Flammenwerfer. Was? Der ist aber gerade komisch gesprungen. Was ist das denn? Das ist jetzt gerade ein bisschen laggy. Ein bisschen laggy ist es. Und was soll ich jetzt hier machen? Ist das jetzt wieder hier so ein Suizidkommando oder was? Und wo ist hier Geld? Darum ist Geld. Ich höre das doch. Also zurück, zurück, zurück. Und Geld holen. Ich brauche jeden Cent. Was? Nein, nein, nein. Oh, oh. Spiel, es bringt mich noch um. So, wo ist das Geld? Ego-Perspektive, geh an! Wieso nicht? Okay, hier geht aber noch Ego-Perspektive, ne? Da hinten ist das Geld, also gehe ich hier rum. Das war jetzt nur zum Schein, welche Richtung ich gehe, weil ich will nicht wieder so einen riesen Umweg machen. Ah, langsam. Das war doch der falsche Weg. Ich sollte mal an den Rand gucken auch.
Oh mein Gott, ihr wollt mich rollen, oder? Das ist doch. Okay. Nummer 1. Nummer 2 und ich fall nicht runter. Da hinten ist das ruhige Fort, was ich irgendwann mal besteigen werde. Nein, nein, nein. Nein! Das ist so unglaublich traurig. Was passiert eigentlich, wenn ich nur lebe? Ich hab jetzt Bock, mich selbst zu töten, und zwar endgültig. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr leben. Ja, ich hab's tausendmal gesehen. Ich möchte jetzt einfach nur sterben. Komm, tut mir den Gefallen. Okay, so geht's auch. Okay, das ist, glaube ich, der schnellste Weg, mich selbst umzubringen. Einfach tief fallen. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich komplett tot bin. Also, wie weit mich ein Game Over jetzt zurückschmeißt. So tragisch wird's ja wohl nicht sein. Zack, Game Over. Du darfst leider die Spiele leider nicht weiterspielen. Ach, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir auch recht. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ich hab keinen Bock mehr. Komm. Ich will es jetzt wissen. Mein Gott, schneller. Danach ist übrigens auch Ende, ne? Wenn ich weiß, was passiert. Und beim nächsten Mal werde ich mich dann wieder diesem Ding widmen. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Es ist ja unmöglich. Noch zweimal Geduld, meine Damen und Herren. Ich krieg das noch hin. Wieso dreht sich dieses Teil? Hä, was? Dieses Zahnrad da hat sich gedreht. Wieso? Ich glaube, das ist hat mit der Suizidbrücke da hinten da oben zu tun. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder wie so ein Amboss runterknallen. Komm nach unten. Tja, Conker, da bist du schon sehr erschöpft, ne? Gleich bist du tot. Sei endgültig. Keine extra Chancen mehr hier. Down. Für immer und ewig. Yes, boss. And we won't be getting the duct tape. Naja, für den König ist immerhin ein Happy End. Game over! Yes! Einmal muss ich's ja hinkriegen. Naja, und dann kann ich hier einfach weitermachen. Okay, dieses Spiel bestraft mich nicht irgendwie. Dafür, da ich neugierig war, wie das Game Over aussieht. Naja, wie dem auch sei, ich verabschiede mich, meine Damen und Herren. Jedenfalls vorerst. Und beim nächsten Mal werde ich das hoffentlich dann auch mal schaffen. Ohne, dass ich tausendmal abstürze. Und ich werde auch hoffentlich dieses Geld da bekommen. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Haben Sie einen schönen Tag. Genießen Sie Ihr Leben. Und lernen Sie etwas über Fledermäuse. Und Flammenwerfer. Und Eichhörnchen.